Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme. Was kommt am 28. Oktober 2020? Mond befindet sich im Mondhaus Uttara Patra. Das bedeutet, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle. Über diesem Mondhaus herrscht Ahir Buddha. Und das bedeutet eine Schlange aus der Tiefe. Ahi heißt Schlange, Buddha heißt Boden oder Wurzel. Das ganze Mondhaus hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag und vermittelt eine wichtige Botschaft, nämlich wir sind in einer Transformation und schauen wir in die Tiefe. Die Schlange symbolisiert Erneuerungsprozesse und diesmal müssen wir wirklich in die Tiefe schauen, in unseren Gefühlen das Reinigen. Aber auch die Gedanken. Verabschieden von negativen Gedanken, wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, das steht mir gar nicht zu. Und übergehen auf den positiven Gedanken, ich habe das verdient, ich bin es wert, das steht mir zu. Dann reinigen die Gefühle, verabschieden von negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und übergehen auf den positiven Gedanken wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut und Kraft, Lebensfreude, Vertrauen und Liebe. Heute haben wir eine sogenannte Opposition zwischen Mond und Venus. Beide ist weibliche Energie. Venus symbolisiert die Liebe und Mond die Mütterlichkeit, aber auch die Gefühle. Die stehen gegenüber, also sie spiegeln uns etwas und wir sollen unsere eigenen Gefühlen bewusster wahrnehmen, besonders wir Frauen. Wenn das so ist, dass die gegenüber sind wie heute, das ist wie eine Waagschale. Wir brauchen die inneren Gleichgewicht oder wir sollen etwas ausgleichen und vergleichen. Das trifft uns Damen oder ist das Thema Kreativität, Schönheit und Liebe. Es nähert sich bald die nächste Opposition zwischen Sonne und Uranus. Darüber werde ich in den Tagen berichten. Das wird Veränderungen auslösen und bei sonnenhaften Energie handelt es sich um unseren Blick, da genau hinschauen, etwas erkennen oder etwas klären. Und das war die heutige Aufnahme. Was kommt am 28. Oktober 2020. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.